Next day, let's go. Show me life, show me love. Make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love. Show me life, show me love. Make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love. This is all we got. Show me life, show me love. This is all we got. Show me life, show me love. Aber auch ein müdes Gesicht. Ich bin jetzt echt im Arsch, Leute, wirklich. Also wir haben jetzt um 18 Uhr. Eigentlich hat der Park heute länger auf. Gestern hatte er nur bis 18 Uhr auf. Aber ich kann nicht mehr. Ich wirklich kann nicht mehr. Meine Energie ist, ich bin komplett fertig. Ich verstehe Menschen nicht, die da jetzt noch einen dritten Tag hin können. Es macht übel Spaß, aber es ist auch laut, es ist voll, es ist eng. Es ist voller Eindrücke, es ist voller Adrenalin und ich bin noch keine 20 mehr, ne? Die Alternative wäre sonst, du musst schon einen Tag was anderes machen oder so. Du musst einen Tag was anderes machen, ja, also jetzt, wie geht's dir denn? Meine Füße tun weh. Ja. Also, man merkt schon, dass man guten Strecke gelaufen ist. Kann man gucken, was vor allem, wir laufen jeden Tag mehr. Wir sind heute fast 12 Kilometer gelaufen. Ja, ich bin auch irgendwie 14.000 Schritte gegangen. Du bist mehr gegangen. Ich bin schon bei 15.247. Achso, dann bin ich mehr gegangen. Stimmt, ich habe um 16 Uhr oder so mein Tagesziel bekommen. Oder um 15.30 Uhr mit 13.000 Schritten. Also ich bin wirklich der dankbarste Mensch der Welt und ich meine, jetzt hätte der Park noch 2 Stunden auf. Ja, das ist wirklich relativ lang, aber es ist auch alles unendlich voll. Also so, ja, vielleicht versuche ich mir auch schön zu reden, aber ich bin echt fertig. Ich bin echt fertig. Bin auf morgen gespannt. Ich hoffe, morgen ist so ein bisschen auch chillen. Und wir haben unser Auto wieder gefunden. Dann. Danke, Universal Studios. Boop.
Hallo, wir haben Tag Nummer 5 und wir haben einen Regentag. Ganz schön doll sogar, aber ist nicht schlimm, weil ich würde mich richtig ärgern, wenn wir jetzt Ticket für die Universal Studios hätten. Obwohl ich sagen muss, Wochenende wäre, glaube ich, sowieso dumm, wie so ungefähr in jedem Freizeitpark. Deswegen alles eigentlich perfekt gelaufen. Wir haben heute ausgeschlafen und richtig entspannt gemacht. Wir haben schon 13 Uhr und wir gehen jetzt Hotpot essen. Wir waren nämlich noch niemals Hotpot essen. Volcano Hotpot. And Barbecue. And Barbecue. Aber wer ist ein Hotpot, oder? Ja, also kannst du beides essen. Und danach wollen wir, ich weiß gar nicht, wie das, Dazzler Mall oder irgendwie sowas. Das ist so eine, ihr werdet sehen. Überraschung, Überraschung. Und ja, dann gucken wir mal, was wird. Also heute ist ein ziemlich entspannter Tag und ich muss aber sagen, ich brauche es jetzt ein bisschen ruhiger nach den drei Tagen. Es war wirklich, wirklich viel. Und wir haben jetzt ultra laute Nachbarn, die einfach Party machen und mitten in der Nacht rumschreien. Weißt du, ich habe so gepennt und so. Ich lag so ganz gemütlich in meiner Sabberpfütze, so Mund auf. Auf einmal schreit die rum und ich dachte, da wird jemand erstochen auf dem Flur. Wirklich jetzt. Im ersten Moment dachte ich das wirklich, dass hier was Schlimmes passiert oder so. Warum ist hier eigentlich immer voll? Tja. Ich verstehe es nicht. Müssen nicht arbeiten. Das frage ich mich in Deutschland aber auch immer und Markus auch immer. So, warum sind überhaupt Menschen um so eine Uhrzeit unterwegs? Wir sind übrigens am Montag, also wir haben heute Samstag, und am Montag sind wir beim Eishockeyspiel auch um 12 Uhr, haben uns auch gefragt, wie das funktioniert, aber wir werden es sehen. Aber das ist Feiertag. Das ist Feiertag, haben wir dann erfahren. President's Day. Und ich bin auf Hotpot gespannt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal Hotpot gegessen habt. Sind wir eigentlich ein bisschen von dem Handyspiel da drauf gekommen, dass wir das mal machen wollen? Wir haben mal so ein Handy-Hotpot-Spiel gespielt, da musstest du so ein Hotpot-Restaurant leiten. Und seitdem habe ich Bock auf Hotpot. Okay, ich kriege keine Antwort. Okay. Glaube ich nicht. Ja. Gut. Dann bis später. Daytona Beach 1029, Sanford 93.3, G-Praise. Ein angestrengtes Gesicht. Hallo. Ich dachte ein Handy und das hat übel gesplittert, aber das war irgendwie ein Regenschirm. Ja.
Leute, wir sind jetzt vom Hotpot-Essen auf den Parkplatz gefahren. Also erstens habe ich es nicht verstanden. Und zweitens habe ich, glaube ich, einen großen Fehler gemacht. Ich saß dann in diesem Hotpot-Laden und habe gegoogelt, wie man Hotpot isst. Und da stand, man tunkt seine Sachen in rohes Ei. Und ich wollte das auch machen. Ich weiß nicht, ob es jetzt Einbildung gerade ist, aber mir geht es gar nicht so gut. Ich habe gesagt, tu es nicht. Max hat gesagt, ich soll es nicht tun. Ich habe Max gefragt, ob ich jetzt Salmonellen kriege. Er meinte, nee. Aber mir geht es gerade gar nicht so gut. Und ich habe es nicht verstanden. Das machen wir, glaube ich, nicht nochmal. Das war nicht gut. Jetzt sitzen wir hier und wollen ins Outdoor-Center und ich habe das Bedürfnis. Das, was ich jetzt sagen will. Ich guck mal, wie es mir gleich geht. Ich melde mich gleich. Vielleicht bin ich jetzt den Rest des Urlaubs krank. Wir schauen mal. Ich sehe das hier schon. 16 km/h? Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Ja, was willst du damit? Weiß ich nicht, auf meiner Rancho wo lang fahren. Auf welcher? Weiß ich nicht, auf meiner. Auf deiner? Nee, ich hätte, wenn ich hier leben würde. Dann hättest du eine? Okay, interessant. Darfst du mich als Waffe überhaupt mitnehmen? Ja, ich muss hier nur fahren. Halt. Da ist ein Fluss im Gebäude. Ja, guck mal, es wird immer günstiger. Das ist ja auch was anderes. Das ist auch ein Quad. Ich checke mal die Leute nicht, die in Deutschland mit Quad irgendwie rumfahren, wenn ich ehrlich bin. Du siehst mich aber jetzt nur noch mit Mütze. Ist ein bisschen groß angestellt. Nee, die ist nicht groß. Warum habe ich die Kamera irgendwo hier gerade hingehalten? Sollen wir mal ein Boote gucken? Boote, Boote, Boote! Boot! 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 It's the Far Hampton Boat Show! Boot! Boot! Boat! No. Willst du dich mal drauf sitzen? Nee. Was, das ist doch mein Boot hier. Was? Ist das nicht ein Speedboot? Ich weiß nicht, ob das das Boot ist. Nee, ist ein Speedboot. Nee, ist einfach nur ein Chipperboot. Das sieht so speedig aus. Ist das alles zusammen? Ist das nur das Boot oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich komme hier die nächsten 6 Stunden nicht mehr raus, so wie ich Markus kenne. Ist halt voll sein Laden hier. Oh Gott, siehst du, ich habe den schon irgendwo verloren. Jetzt guckt. Ich komme keinen Meter weit. Pass auf, ich sag's euch. Jetzt guck mal. Guck mal, gerade hat er noch gesagt, er will sich nicht draufsetzen. Gerade wolltest du dich nicht draufsetzen. Hm? Guck mal, wie ich hier sitze. Mm. Geh weg. Schämst du dich nicht? Weißt wofür? Warum? Schämst du dich nicht? Heute. Du bist keine Ersatzbatterie dabei, aber hört sich nur sagen, ne? Warum nicht? Ja, die sind im Rucksack. Leute, Markus, wie ein 5-Jähriger hat er sich in der Nacht gekratzt. Er hat so einen Kratzer auf der Nase. Ja, aber fühlt sich gut an. Das ist ja mein Vibe hier in Amerika. Ich würde nie anders fahren. Ich checke mal die Leute nicht, die in Deutschland mit Quad irgendwie rumfahren, wenn ich ehrlich bin. Kannst du heute kaufen und sofort fahren? Steht drauf. Heute kaufen und sofort fahren? Ja. Aber es ist ja dumm, guck mal, hier ist der Schaltknüppel.
Ja, ist ja eh nur vorwärts und rückwärts. Ob das glaube ich so genau sein lassen muss jetzt. Habe ich jetzt zurückgemacht. Okay. Ja, toll. Kann ich gar nicht alles filmen. Du bist der schlechteste Fotograf der Welt. Videograf. Zum Glück mache ich keine Onlyfans. Das wären die schlimmsten Videos aller Zeiten. Ist alles POV. Hör auf. I'm sorry, Mom. Brauchst du eine rote? Ich glaube, hier findest du eine. Ich habe gar keine Ahnung von Angeln. Ich auch nicht. Warum ist die zum Beispiel so ultra lang da? Guck mal, die ist ultra lang. Ja, ich glaube, so kann man da auswerfen dann, ne? Ja, ich glaube, das ergibt Sinn. Das ist schon einfach für Hochsee, weil das ist schon groß. Ey, das ist für unsere Deko. Ja. Ehrlich nicht schlecht. Wie teuer? Ich hänge mal meine Deko an die Decke. Voll smart. Ja. Angeln ist, glaube ich, gar nicht mein Ding. Also sowieso nicht, weil ich niemals einen Fisch fangen wollen würde. Ich war mal in Ägypten im Urlaub und da hat ein Typ auf dem Boot gelebt, womit er die Ausflüge gemacht hat. Und dann hat er sich so einen Fisch gefangen, als wir schnorcheln waren. Und dann habe ich den wieder rausgeworfen aus dem Eimer. Und dann meinte er, das war sein Abendessen. Jetzt hat er nichts zum Abendessen. Aber der Fisch lebt. Dank mir hat er wahrscheinlich ein richtig schönes Leben im Roten Meer. Mhm. Leute, ich weiß nicht, ob ich es mir einfach ein bisschen romantisch vorstelle. Aber irgendwie, ich habe schon zu Markus gesagt, ich will voll gern zelten gehen dieses Jahr im Sommer. Irgendwie mal so ein Wochenende zelten, fühle ich irgendwie. So in die Natur, kein Handy. Kein Handy, du? Ja. Okay. Hä, was ist denn das für eine Reaktion? Ich bin selten am Handy. Oh nee, jetzt geht's hier los mit irgendwelchen Grills. Nee, das ist schlecht. Okay, sorry. Leute, ich glaube, Zelten, das ist es. Ich glaube, das ist es. Was geht denn hier ab? Ugh. War ganz schön teuer für eine Mahlzeit, 14 Euro. Auch zum Mitnehmen, das wiegt ja auch nichts. Wenn du jetzt das einfach nur Wasser reinkippen musst, dann hast du eine ganze Mahlzeit. Ja. Ice Cream Sandwich. Natural. Ja. Ich glaube auch. Der ist voll hübsch. Warum ist er so hübsch? So. Weiß. Oh, eine Outdoor-Küche, Leute. Das ist, glaube ich, auch übel geil, oder? Eine Outdoor-Küche für den Sommer, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt in Deutschland. Was ist denn das? Junge, ist das ein Safe für meine Waffen? Oh, ich muss jetzt wie im Film so. Ach nee, das geht gar nicht. Ich wollte gerade so mit einem Drehrad den Safe knacken. Den können wir zu Hause hinstellen. Was kostet so ein Safe? Ach so. Ja, brauchen wir vielleicht doch nicht. Oh, jetzt geht's los, Leute. Übrigens, Markus hatte die glorreiche Idee, dass wir morgen ballern gehen. Also logischerweise haben wir ja beide schon geschossen. Was wolltest du hier schießen? Was wolltest du schießen? Eine AR-16. Ja, aber was war der Oberbegriff? Rifle, ne? Ja. Dass wir mal... Weil macht man im Leben ja sonst nicht. Aber die Amerika-Flagge muss. Ja. Ja, der ist aber, den kann ich ja wegtragen, gefühlt. Ich glaube nicht. Ich glaube wohl. Ich will mal reingucken in so ein Safe. Da passt ja gar nichts rein. Was soll man mit so einem kleinen Ding? Absurd. Ist das absurd, Leute? Ist bestimmt alles nur zum Jagen. Oh, ein Pizza-Outdoor-Ofen. Es ist so
so ein Kinderspielzeug zum Rumschießen. Ich habe für Kinder gedacht, das habe ich gesagt, aber. Aber wofür ist das? Ist das so Painting, Power? Nee, weiß ich das. Das ist quasi Paintball? Airsoft. Airsoft, okay. Nur, dass das so Gilder sind. Ich bin ganz ehrlich, Airsoft ist ein Hobby, was ich nicht nachvollziehen kann. Echt nicht? Nee. Finde ich ein bisschen weird, so. Ich kann mir keinen normalen Menschen vorstellen, der sich denkt, oh, heute stehe ich auf und schieße ein bisschen Airsoft. Bist jetzt traurig, wollte ich anmelden? Ja. Sag ich ja, kein normaler Mensch. Oh, ihr. Also, wozu brauchen wir eine Armbrust? Entweder zum Jagen oder zum Sportschießen. Fühlst du dich wohl? Wieso? Ich finde das hier irgendwie alles super befremdlich. Super befremdlich. Ganz, ganz komisches Feeling habe ich hier. Ein paar Sekunden später. Ja. Die fühle ich, die Schuhe. Oh, die Mütter haben die. Das sind die One Size. Ja, hier gab es einen Fakt zu. Ich glaube, irgendein Milliardär hatte Bock auf einen Park und hat sich den gebaut oder irgendwie so war das, oder? Alles voll mit BMW, Leute. Die sind übel am Rumposen da hinten. Alles stilllegen. Max hat schon stilllege Fantasien. Das ist wirklich, also. Überall erlöschen.de. Viel Spaß damit, wenn wir zur Türkenstelle fahren. Jetzt bin ich mal gespannt. Du kannst ja auch Bukal fahren. Was geht denn hier ab? Was ist das? Ich habe ja für ein einzelnes so Abgas, aber eine riesen Rauch. Es ist so laut. Ich würde auch hören, soll die Karte. Guck, das ist eine Bowlinghalle, so, aber offen. Ja. Das ist die Karte aus dem der außergewöhnlichen Gentleman. Also, ach so, ja stimmt, dieser komische Milliardär hat irgendwie Luxusautos gesammelt. Ich weiß nicht warum. Das Ding ist, ich weiß nicht warum die Amis immer alles so laut haben müssen. Go Green, CPD. Kommt der Panzer und hier spielen die Kinder. Check den Ort nicht, wirklich nicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich
Oma, ein Axt-Coach. Das ist so eine andere Welt. Ich kann es nicht fassen. Was kostet das? Ah, hier. Hä, wer will denn... Aber warum sollst du denn 30 Minuten Axt werfen? Wer will denn 30 Minuten... Wer will denn eine Stunde Axt werfen? Wofür? Hä? Ich dachte irgendwie so 10 Würfe. Was will ich denn jetzt eine halbe Stunde Axt werfen? Oh, die ist ja übel gut, Alter. Die hat gerade schon getroffen. Tja. Boah. Gerade, wir laufen so zurück zum Auto, schreit so einer aus dem Auto raus, I love your pants! Und ich so, thank you and I love you! Also nicht geschämt. Ich fühle den Vibe hier. Was ist mit der Karo passiert? Leute, weil die hier so posen, ich sag's euch. Da vorne ist auch schon wieder irgendwas passiert. Ich habe Postkarten gekauft. I love your pants! Das war toll. Und also ich habe halt so, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht.